Boah, schaut mal hin, das finde ich ja cool. Ich habe ja, wo ich jetzt gerade die Folge beendet habe, auf Escape gedrückt, weil ich schnell rauchen gehen wollte. Schaut euch mal das an. Wenn ihr auf Escape drückt im Tutorial, jawohl, lasst uns das Tutorial abbrechen und daraufhin in den Foren jammern, dass wir nicht wissen, wie das Spiel funktioniert, oder? Ernsthaft? Nein, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das Tutorial weiterspielen. So, also wir klicken jetzt mal auf die Provinz Kalam High. Oder, ja, High müsste eigentlich so heißen. Und dann denke ich mal, ja, mache ich doch. Muss ich den hindrücken? Das geht aber nicht. Wo muss ich denn da hindrücken? Ach. Ich habe nochmal auf Escape gedrückt. Das dürfen wir nicht. So, wir sind in unserer Provinz. Das ist das Kontrollfenster unserer Provinz, Sir. Von hier aus können Sie den Wiederaufbau verwalten und uns versuchen, die soziale Situation zu stabilisieren. Den Aufstand zu beenden ist Ihr Hauptanliegen, Sir. Je höher der Aufstand, desto dramatischer die Ereignisse in der Provinz. Wenn er zu hoch wird, werden die Gouverneure gehängt und Unruhen auftreten. Okay, also den Wert müssen wir beobachten, der ist sehr, sehr wichtig für uns. Mit Autorität und Zufriedenheit werden Aufstände kontrolliert. Je höher sie sind, desto geringer werden die Aufstände mit den Runden. Das Gegenteil gilt ebenfalls. Also die zwei hier. Um die Zufriedenheit zu erhöhen, können Sie die Steuern senken. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Auswirkungen zu sehen. Sollen wir das gleich machen? Ah. Okay, wir waren vorher, jetzt habe ich nicht aufgepasst, bei 15, glaube ich, oder? Mal hier bei 25, ja, 15%. Machen wir mal bei 17. Nahrungsmittelreichtum und Tempelbau wirken sich auch positiv auf die Zufriedenheit einer Provinz aus. Okay. Der Militärmanager ist für die Autorität am wichtigsten. Teilen Sie unsere Männer entweder der Armee, Angriff und Verteidigung für Schlachten erhöhen, oder der Wache erhöht die Autorität zu. Verschieben Sie den Regler je nach Bedürfnissen und bestätigen Sie die Änderung. Also wir sind ja jetzt mehr bei der Verteidigung. Also besser gesagt als Wache in unserer Provinz. Rechts, Männer zu den Wachen verlegen. Oh, Errungenschaften. Männer zu den Wachen verlegen, Männer in die Armee verlegen. Ja, seht ihr schon, da geht es ja richtig runter. 34. Ja, jetzt lassen wir das mal so. Hier ist Angriff, das müsste Verteidigung sein. Und das, schwer zu sagen, Spionage. Machen wir mal bestätigen. Sir, bestätigen Sie die Verteilung Ihrer Männer? Es wird nicht möglich sein, sie in den nächsten 6 Runden erneut zu ändern. Okay, da müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr euch wirklich sicher sein, was ihr genau hier macht. Ja. Sie können auch einen ihrer Offiziere als Gouverneur zuweisen. Ich empfehle Ihnen, einen loyalen Offizier mit guten sozialen Fähigkeiten auszuwählen, Sir. Ein Gouverneur kann Ihnen in der Schlacht nicht als Teil des Schlachtrats folgen. Im Moment gibt es jedoch dringende Angelegenheiten. Achso, kann ich gar nicht auswählen. Sie können die Autorität auch erhöhen, indem Sie den Kommandoposten und den Wachposten der Provinz errichten und aufrüsten. Wir werden bald darauf zurückkommen. Sir, können Sie bitte jetzt die Warteschlange für das Provinzgebäude öffnen? So, hier können Sie Bauaufträge erteilen, wenn Sie sich Hauptquartier in der Provinz befindet. Bitte bauen Sie zunächst einen Wachposten, um unsere Autorität zu erhöhen. Ah, schaut mal hin, da haben wir dann plus 10% von unserer Autorität und 5% zur Verteidigung. Wenn die Bevölkerung genug wächst, können wir die Siedlung verbessern und mehr und bessere Gebäude bauen. Wenn Gebäude gebaut werden, werden alle Ressourcen der Provinzen hergeleitet. Wenn sie Ressourcen für militärische Aktionen benötigen, müssen sie die Gebäudewarteschlange vorübergehend anhalten oder manuell leeren. Die tägliche Ressourcenproduktion der Provinz wird am Ende jeder Tagesrunde ihrer Schatzkammer hinzugefügt. Der aktuelle Wert ist 0, da die Ressourcen für den Wachposten verwendet werden. Okay. Sir, dies sind
Die natürlichen Ressourcen in der Provinz. Sie beeinflussen die Nahrungsmittel- und Ressourcenproduktion und begrenzen den Bau einiger produktiver Gebäude. Steinbrüche, Holzfäller, Fischerhaus und so weiter. So, sind Steine in der Provinz und... Oh, da steht Error. Es sind Weidländereien. Wieso steht jetzt hier Error? Bau einer Weiße möglich. Ich denke mal, das soll Wiese heißen. Aber wieso jetzt hier Error steht? Komisch. Diese Taste verschiebt ihr Hauptquartier in diese Provinz. Sie ermöglicht es ihnen, direkte Bauaufträge zu erteilen, gibt der Behörde einen Bonus und verringert vorübergehend die Rebellion. Wenn wir unser kontrolliertes Gebiet erweitert haben, fordern sie mit dieser Taste Verstärkung von einer anderen Provinz an. Dadurch werden die Werte dieser Provinz vorübergehend um 50% des Angriffs und der Verteidigung des Absenders erhöht. Ich hoffe, ich habe alles klargestellt, Sir. Sie können jetzt das Provinzfenster schließen. Okay. Sir, es ist Zeit herauszufinden, was die Rebellen in den benachbarten Provinzen tun. Wählen Sie Felbert aus, damit wir unsere Kundschafter zur Untersuchung schicken können. Also, dann wählen wir mal hier aus. Kundschafter. Wählen Sie nun Klammer als Ausgangspunkt für Ihren Kundschafter. Diese Ressourcenkosten, die erforderliche Zeit und die Erfolgschancen der Aktion werden im Pop-up der untersten Leiste angezeigt. Die erforderliche Zeit. Jetzt warte mal. Ah, Erfolgschance 46%. Im Falle eines Misserfolgs kann es zu Verlusten kommen, die die Spionagewerte einer Provinz vorübergehend beschädigen. Geben Sie nun bitte den Befehl, die Mission zu starten. Also ihr seht, es dauert eine Runde, bis er Felbert aufklärt und 46% Erfolgschancen. Warten Sie nun eine Runde auf die Kundschafterberichte. Wenn die Kundschafter erfolgreich sind, werden Ihnen die Berichte übergeben. Dies ist der Kundschafterbericht mit allen Details zur feindlichen Provinz. So, 100%, also ja, seht ihr mal, da ist das Symbol Spionage. Genialer Erfolg, Sir. Alles, was Sie über Felbert wissen müssen, liegt auf dem Bericht. Was liegt auf dem Bericht auf Ihrem Tisch? So. Folgendes müssen Sie über die Zielprovinzen wissen. Denken Sie daran, dass Sie zu Beginn einer Offensive den Angriffswert Ihrer Provinz mit dem Verteidigungswert der feindlichen Provinz vergleichen müssen. Der Unterschied bestimmt Malus und Bonus im Kampf. Da müssen wir jetzt mal schauen. Also das ist ja jetzt Felbert. Die haben 10% Angriff und 17% Verteidigung. Ja, wir wissen auf jeden Fall... dass sie, also genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber wir waren über 30% beim Angriff. Also dürften wir da eigentlich überhaupt keine Probleme haben in dieser Provinz. Natürliche Rohstoffe, ihr seht, naja, manchmal sind ein paar Rechtschreibfehler drin. Hier fällt zum Beispiel ein N. Dann, wie gesagt, bei dem einen Weiße sollte eigentlich, glaube ich, Wiese heißen. Und irgendwas mit dem Error hier noch. Okay, das haben wir auch. Bitte denken Sie daran, dass die Wirtschaft der Provinz, von der aus Sie angreifen, Ihre Ressourcenproduktion auch im Kampf beeinflusst. Viel Glück, Sir, wir werden es brauchen. Okay, also, ja, über 30%, da können wir auf jeden Fall angreifen. Gehe zur Zielprovinz, dann können wir das jetzt erstmal schließen. So, hier haben wir eine Nachricht. Achso, Erkundung. Erfolgreich beendet. Es erscheint hier. Dann haben wir hier unseren Oberfeldwebel Heimer, der ganz dringend auf die Toilette muss. Ich weiß nicht, ey. Wir haben Fähigkeitspunkte. Da haben wir die Führung. Anzahl der Ritter, Level und Anzahl der Offiziere. Die Taktik auf dem Schlachtfeld. Schäden der Ritter, Feuerrattenbonus, werft alles, was ihr habt. Turm- und Soldatenschäden, Autoritätsbonus des Hauptquartiers. Empathie mit Mitmenschen. Ah, da müssen wir eigentlich ein bisschen was drauf haben, weil ich glaube, da ist er nicht so beliebt hier. Und beugt Rebellionen vor. Management. Dauer der Doppelschichten. Effektivität der Doppelschichten. Was? Da Management und Logistik nicht wirklich Heimers Fall sind, lernt er entweder etwas daraus oder wir mit einem Problem. Ja, da habt ihr es auch. Oder er wird, also ihr seht schon, wie gesagt, es fehlen immer mal ein paar Buchstaben.
Und dann haben wir Glück. Du kannst dein Glück zwar nicht beeinflussen, aber das Glück kann ohne weiteres dich beeinflussen. Bei jedem zufälligen Vorfall wird das Glück Einfluss nehmen. Stelle sicher, dass du genau die richtige Menge am Pferdeäpfel hast. Man sagt, das bringt Glück. Führung, Taktik. Dann hier werden wir 2 Punkte drauf geben. Und 1 für Management. Glück werden wir jetzt erstmal noch ein bisschen zurückhalten, ne? Aber ich finde auch, die Soundtracks für das Spiel passen perfekt dazu. Also wirklich super gewählt. Okay, dann... Warte mal, Provinzübersicht. Ah ja, also ihr seht, wir können, wenn wir den Bericht geschlossen haben, jederzeit immer wieder da draufklicken. Naja, dann würde ich, jetzt warte mal, jetzt gehen wir mal schnell hier rein, weil wir können ja hier... Was heißt jetzt dieser grüne Pfeil, dass das gesenkt wird, oder? Gouverneur. Jetzt warte mal, der hat hier plus 6%. Was ist denn das hier unten? Mit dem Messer. Aber wir würden das hier super runterkriegen. Schaut mal hin, minus 6% hier von dieser Rebellion. Das machen wir jetzt mal. Wollen Sie Offizier Funkol in Provinz Kalamar einsetzen? Yes. Ja, schaut schon viel besser aus. Super. Okay, dann sind wir ja beim Bauen. Genau, bauen diesen Wachposten hier aus. Dann können wir das ja mal schließen. Also, dann werden wir jetzt mal einen Filbert hier angreifen. Genau, 33% und er hatte 17 Verteidigung. So, jetzt warte mal. Oh, da war ein kleiner Bug von der Musik jetzt hier. Ja, werden wir mal starten. Achso, Runde beenden. Hä? Wer zur Hölle sind Sie? Ach, der berühmte Hans Heimer. Ich muss gestehen, dass ich mir immer gewünscht habe, nie unter Ihnen dienen zu müssen. Wenn Sie hier sind, um unter mir zu dienen, erwarte ich einen Herr Oberfeldwebel. Wenn Sie mich ansprechen, ist das klar? Ich frage ein letztes Mal, wer zum Teufel sind Sie? Na klar. Ich habe vergessen, dass Sie nicht lesen können. Ich bin Feldwebel Matthias Funstenberg. Ich habe die zweifelhafte Ehre, Ihre Kundschafter und die Geheimpolizei für diesen Feldzug zu befehligen. Warten Sie, Würstelberg. Ey, wieso bringt der immer die ganzen Namen hier durcheinander? Warten Sie, Würstelberg. Habe ich erneut kein Herr Oberfeldwebel vernommen? Ich bin nicht Ihr Lakaiheimer. Sie haben bereits Unteroffizier Wurz, um Ihr frustriertes Ego aufzupolieren. Meine einzige Aufgabe ist es, diesem katastrophalen Feldzug eine Chance auf Erfolg zu geben. Ich denke, Sie werden eine Wiederholung der Ereignisse von Heartbreak Ridge lieber vermeiden wollen, nicht wahr? Was zum? Wie können Sie es wagen? Beruhigen Sie sich, Oberfeldwebel, sonst erleiden Sie noch einen Schlaganfall. Keine Sorge, es wird vorerst unser kleines Geheimnis bleiben. Sie können mir den Buckel runterrutschen, Würstelberg. Denken Sie nicht mal dran, mich zu bedrohen. Das würde ich mir nie anmaßen. Ich sehe, ich habe eine schwierige Aufgabe vor mir. Aber, was ist das für ein Geruch? Was, Würstelberg, riechen Ihre Flatulenzen etwa nach Rosen? Sagen Sie mir lieber, anstatt meine Zeit zu verschwenden, was die Aufgabe Ihrer Einheit ist. Meine Männer werden die Provinzen erkunden, bevor sie mit den Kämpfen beginnen. Dies wird uns einige unnötige Verluste ersparen und verhindern, dass die wenigen Soldaten, die wir noch haben, niedergemetzelt werden. Einige meiner Männer haben bereits die lokale Bevölkerung infiltriert. Möglicherweise können wir die Rebellen angreifen, bevor sie uns erreichen. Ich kann sie nicht leiden, Würstelberg, aber sie scheinen von Nutzen zu sein. Das fasse ich als Kompliment auf. Ach, noch eine Sache, bevor ich gehe, Herr Oberfeldwebel. Die ganze Sache stinkt zum Himmel. Die westlichen Marken waren der Krone schon immer ein Dorn im Auge. Aber diesmal ist etwas anders. Ich weiß nur noch nicht was. Ich muss erstmal wieder schlucken, ey. Das ist ja so viel zum Lesen, ne? Gelegentlich habe ich auch dieses komische Bauchgefühl. Aber manchmal hilft ein einfacher Gang zum Klo. Kommen Sie zurück, wenn Sie etwas Nützliches vorweisen können. Ich hoffe für Sie, dass Sie zuhören, wenn es soweit ist. Bis bald, Herr Oberfeldwebel. Genießen Sie Ihren Brandy, solange Sie es noch können.
Kaum zu glauben, Würstelberg, der erste vernünftige Satz aus Ihrem Mund, der mich davon abgehalten hat, Ihnen diesen dummen Bart vom Gesicht zerreißen zu wollen. Jetzt gehen Sie raus. Also, da müssen wir jetzt auf Kämpfen gehen. Kampf um Felbert. Heimer Schadensmodifikator plus 2. Und Kampfgeist. Unterschiede. Heißt es dann für uns plus 16%? Ah ja, freilich. Er hatte ja 17 Verteidigung und wir hatten 33 Angriff. Das sind die plus 16%. Okay, dann haben wir hier automatisch. Dann kämpfen wir und dann fliehen wir noch. Okay, wir gehen in den Kampf rein. So, lass mal kurz gucken. Wir haben einen Weg hier, einen Weg da. Oder sagen wir mal zwei Wege hier unten, die aber zu einem zusammentreffen. Dann könnte man eigentlich hier einen Turm hinklatschen. So könnte er das da alles. Jetzt warte mal, können wir jetzt Gebäude bauen? Ja, eine Holzfällerhütte. Das glaube ich, werden wir auch machen. Was kostet unser Spähturm? 10, 55. So, 70. Sagen wir mal 80 vom Gold. Und dann könnten wir uns noch zwei normale Türme kaufen. 70 Gold und 10 Eisen. Na doch, das geht eigentlich. Dann werden wir eigentlich gleich mal eine Holzfällerhütte hier bauen. Und unseren Spähturm, der schaut sich das alles an. Dann sehen wir aber desto später oben, wann die hier kommen. Also baut man hier hin, oder? Ja. So, dann machen wir unseren Wachturm. Den machen wir dahin. So kann der den Weg und den Weg hier unten erstmal abfangen. Und jetzt bauen wir aber noch einen zweiten Turm. Den würde ich sagen, bauen wir hier hin. Das lassen wir, oder? Schwer zu sagen, ey. Ich glaube trotzdem, wir bauen den hier hin erstmal. Sollen doch die Gegner erstmal hier hochkommen. So, und Merke, glaube ich, haben wir eh nicht mehr, ne. Wir können auch so nichts mehr aufwerten. Dann fangen wir mal an. Ihr seht, 12 Wellen. Auf in den Kampf. Wie heißen die überhaupt? Der Arne und der Bert. Also, kommen die jetzt eigentlich nur von hier unten erstmal? Ja, was haben wir da? Okay, wieder unsere tollwütigen Hunde. Verursachen anhaltenden Schaden für 5 Sekunden. Also wie gesagt, hier ist ja ein Treffer. Da wir zwei Türme so... Oh leck, der ist ja noch gar nicht gebaut. Ah, jetzt wird's eng. Nein. Ah doch. Bau den Turm. Ah doch, den hat er noch. Ey, das war jetzt knapp. Okay, weil die nehme ich dann gleich hier... Scheiße. Oh, jetzt können wir ihn bauen. Komm, den müssen, machen wir gleich... dahin. Ja, wenn da zu viele nebeneinander sind, kommen die natürlich nicht mehr hinterher, das ist klar. Jetzt werden wir trotzdem mal unsere Feuerrate hier erhöhen, dass sie schneller schießen können und unseren Schaden. Oh, kommen die durch? Schaut euch mal das an, die kommen durch. Schieß. Schieß! Schieß! Ja? Ey, das war knapp. Das war wirklich knapp. Machen wir mal hier noch hin. Jetzt warte mal, da können wir nichts aufwerten. Da auch nicht. Und da auch nicht. Da kommen unsere Banditen. Da oben auch. Können wir noch einen Turm bauen? Nö. Achso, warte mal, wir können den aber upgraden. Jetzt warte mal, wenn wir die Reichweite hier erhöhen.
und lassen gleich die nächste Welle starten, dass wir auch mehr Geld hier einsacken. Jetzt warte mal, da können wir... Ja, wenn natürlich... Machen wir hier. Wir müssen schauen, dass wir hier unten noch einen Turm hinkriegen. Ja, wir könnten eigentlich schon wieder starten lassen. Lass mal auch starten, weil wir haben eh kein Gold mehr, dass wir den Turm bauen hier unten. Jetzt warte mal, können wir was upgraden? Schaden, Reichweite. Das machen wir. Schaden. Warte mal, was könnten wir eigentlich noch bauen? Achso, wir haben nur die Holzfällerhütte hier frei. Oh, da ist der mit seinem Tunnel. Schaut euch mal das an. Wo der da durchbuddelt. Jetzt dauert es so lange, bis der kommt. Und ich hätte kein Geld für den Turm. Ah, wir bräuchten Eisen. Komm, mach hinne. Dann bauen wir hier unten schnell einen. Ja, dann lassen wir das jetzt mal ablaufen. So viel Gold kriegen wir jetzt eh nicht. Oh. Und den lassen wir reparieren. So. Das müssen wir alles jetzt in der Zeit hier machen. Warte mal, da können wir ja schneller machen lassen. Aber der Turm da unten ist eigentlich wichtig, finde ich. Weil der kann da unten schon mal ein paar Einheiten wegnehmen. Okay, dann machen wir nächste Angriffswelle. Jetzt warte mal, da hätten wir nur die Reichweite. Was brauchen wir hierfür? 15 Eisen. Na, seht ihr, der nimmt nämlich einiges weg hier unten. Ach so, wir wollten ja mal ranzoomen. Da, schaut hin. Schaut eigentlich schön aus. Schauen wir uns mal die Einheiten von nahe an. Aber wie gesagt, ihr seht, nichts verpixelt. Perfekt, ihr könnt komplett reinzoomen. Doch, schaut gut aus. Und da ist der Tunnel. Hey, die hupfen in die Tunnel rein, Leute. Passt hier auf. Jetzt warte mal, hier unsere... Ja, da kommen sie raus. Oh, 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 oh. Den müssen wir auf jeden Fall reparieren lassen. Jetzt greifen die meine ganzen Türme an die Säcke. Reparieren. So, jetzt müsst ihr nur schnell dahin kommen. Wir starten gleich. Weil bis die jetzt kommen, müssten die weg sein. Ach, der hat gar nicht viel... Was ist denn das hier? Warte mal, wir haben den Bär. Riesighaarig und rasten schnell aus. Nein, damit ist nicht ihre Schwiegermutter gemeint, sondern einer der Schwarzbären, die im Westen der Wälder von Kot leben. Trotz ihrer Aggressivität haben es einige Leute tatsächlich geschafft, diese halkartigen Biester zu zähmen und ihnen dann logischerweise den Befehl zu erteilen, ihre Feinde in Stücke zu reißen. Riesighaarig und rasten schnell aus. Nein, das ist nicht ihre Schwiegermutter. So geil. Also wirklich so geile Aussagen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir den Turm hier nicht verlieren. Was ist hier? Da haben wir die Hunde. Ja, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier einen hinschicken zum Reparieren. Türme können wir eh keine bauen. Außer unseren Spähturm. So. Aber wieso reparierst du immer so nur so ein bisschen? Warte mal, der hat auch keine Spezialfähigkeit. Da ist wieder so ein Bär. Warte mal, da haben wir Reichweite. Angriff. So. Reparieren. Ey, 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 ey. Komm, beeil dich. Warte mal, wir starten die nächste Welle. Warte mal, da mal Reichweite. Ach so, die Bären kommen ja gleich von hier raus.
Oh, 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 da müssen wir aufpassen. Welche Runde sind wir jetzt? 12. 10 von 12. Perfekt. Aber wir können uns den Turm bauen. Den würde ich sagen, hau mal hier hin. So, du kannst reparieren hier. Ja, also der repariert immer nur ein bisschen hier. Ich weiß nicht, ob wir auch einen Abzug bekommen, wenn wir einen Turm verlieren. Jetzt gleich nur beim Trinken verschluckt. Okay, da haben wir nur Reichweite. Da auch. So, und hier starten wir mal die letzte Welle. Den lassen wir jetzt mal zum Reparieren. Also da sage ich, brauchen wir erstmal nichts. So, warum war jetzt die eine Route hier gelb? Achso, weil die mit ihrem Tunnel hier wieder kommen. Machen wir hier mal Angriffsschaden. Da haben wir nichts weiter. Ja, ich denke, dass der Turm dran... Okay. Hey, kann es sein, dass die schneller laufen jetzt? Die rasen ja richtig. Komm, komm, komm. Boah, die haben fast den Turm verloren. Ja, aber sie kommen nicht durch, schaut hin. Perfekt, wieder 3 Sterne bekommen. Okay. Lief gut für uns. Sir, unsere Truppen haben die Provinz erfolgreich besetzt. Die Rebellen sind Geschichte. Um Kars Willen, wie oft muss ich dich daran erinnern, dass ich meinen Schönheitsschlaf brauche? Entschuldigung, Sir, aber ich dachte... Und da liegt der Fehler, Furz. Du sollst nicht denken. Sie haben recht, Sir. Sollten wir die Provinz plündern oder unsere Männer zurückhalten? Muss ich mich wirklich um jedes noch so kleine Detail kümmern? Plündert diese Kloake, unsere Schatzkammer sind so leer, dass wir unseren nicht einmal verwässerten Brandy leisten können. Sagen Sie den Männern, dass sie sollen sich zurückhalten. Lass die Provinz unberührt. Wir brauchen diese Senkgrube zumindest halbwegs intakt. So, also wenn wir jetzt plündern, nehmen wir die ganzen Schätze. Aber vielleicht ist dann die Produktion im Eimer. Oder wir plündern nicht so viel und halten die Produktion am Leben. Also so lese ich das jetzt raus. Dann machen wir das so. Nee, das geht nur wegen der Beziehung zur Bevölkerung, glaube ich. Jawohl, ich habe sofort eine Delegation geschickt, um einen neuen Kommandoposten in der Provinz einzurichten. Es sieht so aus, als ob der Anlass für ein kleines Fest endlich gekommen ist. Wo zum Teufel habe ich die Brandyflasche hingelegt? Ja, also ich denke, das ist nur Bevölkerungszufriedenheit, wenn wir nicht plündern. Der nächste Aufstand wird um 9 Runden verzögert. Okay, wir haben hier einen Aufstand. Oh, das steigt schon wieder. Jetzt warte mal, wir haben doch noch einen. Wenn wir jetzt hier... Ja, der hat aber keine guten Werte hier. Nicht wirklich. Jetzt setzen wir den mal hier ein. Boah. Aber da sind wir aber schon verdammt weit. Jetzt warte mal. Wenn wir aber trotzdem das mal auf 6 und... Auf 23. Ich denke mal, dass diese Anfangsprovinzen noch nicht so stark sind. Ja, aber wieso haben wir jetzt hier grüne Pfeile und hier rote? Weil es zu niedrig ist, oder? Wie soll ich das verstehen? Ich glaube, wir lassen es jetzt mal so. Jetzt warte mal, dann können wir hier bestätigen.
Und ach so, nur wenn sich das Hauptquartier hier befindet. Verlege das verdammte Hauptquartier hierher. Dies ermöglicht direkte Baubefehle, verlegt das Hauptquartier in diese Provinz und erlaubt Heimer, die Schlacht von hier aus zu führen. Achso, nö, nö, das machen wir nicht. Sende Verstärkungen zu dieser Provinz. Verleiht der Provinz einen Bonus. Das haben wir ja. Naja, aber das wäre gut zu wissen, warum jetzt die Pfeile hier grün und da rot sind. Komisch. Tja, hier müssen wir erstmal Aufklärer hinschicken, damit wir mal wissen, wie stark die Verteidigung ist. So, und wenn wir hier mal schauen, das ist unsere Kampfkarte hier. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat jede Provinz immer nur ein Gebäude. Also wenn ihr mal seht, dann seht ihr eigentlich, wie viele Provinzen ihr habt, die ihr erobern müsst. Offiziersmesse, klicke, um einen neuen Kampfoffizier hinzuzufügen. Ach so, das geht ja nicht, weil die ja als Gouverneur hier in den Provinzen dienen. Offiziere begutachten, das sind die. Ich denke mal, die werden wir aber auch austauschen können, oder? Ah ja, aus seinem Posten entfernen. Also können wir auch immer wieder austauschen, wenn wir jetzt einen besseren hätten. Da haben wir die Provinzübersicht. Hey, warte mal, wir könnten ja noch mal in die Forschung reinschauen. So. Ach, hier ist der Balkenschatt hin. 1 von 6. 2, 3, 4, 5, 6. Also das heißt eigentlich, der braucht jetzt 6 Runden, um das zu erforschen. Ja, da muss es so sein. Wenn es 6 Forschungspunkte kostet, dass wir das sofort erforschen können. Und so müssen wir halt 6 Runden warten. Also so verstehe ich das. Achso, und da. Ja, und dann kommt es danach. Gut, gut. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt wieder auf Escape drücken, was jetzt kommt. Ja, also ihr seht, wir haben das Tutorial durch, weil jetzt kommt nämlich diese Meldung nicht mehr mit. Das in Foren dann jammern, dass wir das Spiel nicht verstehen. So, also wir haben eine Provinz erobert. Und dann würde ich sagen, es reicht für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann macht's es gut. Tschüss.